Ja, hallo, lieben Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und ja, ich mache ja auch immer mal auch ein bisschen gesellschaftliche Themen, wenn es so im weitesten Sinne um SEX, Dating, Beziehung geht. Und mir haben immer wieder Leute angeschrieben, sagte mal was zum Fall Rammstein, Lindemann, besser gesagt er. Und ja, ich glaube, heute ist der ganz guter Zeitpunkt. Ich finde es schwierig, aber ich will mich da jetzt auch nicht vordrücken. Auf jeden Fall ist ja jetzt gestern das Verfahren eingestellt worden gegen ihn, so in allen Punkten von der Staatsanwaltschaft Berlin. Ich verlinke das ja auch nochmal drunter, da die Pressemitteilung. Und ja, also er ist damit unschuldig, ne? Muss man ganz klar sagen. Also, und das ist jetzt die nächste große Geschichte jetzt nach Luke Mockridge, die so ausgeht. Und ja, ich lese einfach mal ein bisschen vor aus der Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, ein geführtes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten wie auch Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel, vor allem der Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, wie auch der ergänzenden Vernehmung von Zeugen, hat keine Anwaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen Willens beeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Partnerinnen einen Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Die Ermittlungen waren aufgrund von Anzeigen Dritter im Zusammenhang mit Presseberichterstattung eingeleitet worden. Die in der Presseberichterstattung wiedergegebenen Anzeigen von Zeuginnen und Zeugen haben sich durch Ermittlungen nicht bestätigt. Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens an Journalistinnen und Journalisten, die ihrerseits auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht sich berufen haben. Ja, also da muss ich ganz ehrlich, ich meine, ich werde das hier versuchen, aus meiner Sicht oder meine Meinung oder vielleicht auch, hat sicherlich auch jetzt psychologische Aspekte, meine Meinung. Ich meine, so strafrechtlich ist das jetzt abgefrühstückt, also das ist so. Es sei denn, da melden sich jetzt doch noch irgendwie welche, aber was ich irgendwie nicht verstehen kann, ist, dass man sich gegenüber der Presse äußert, aber dann keine Aussagen macht. Also das kann ich, also dass die Presse jetzt sich auf ihr sagt, ja, sie geben ihre Quellen nicht preis, das ist ja Presse, das ist ja das Recht der Presse, das, aber wieso man jetzt sich da äußert und dann aber nicht aussagt, kann ich irgendwie, find ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, keine Ahnung, man steckt da natürlich jetzt nicht drin, wie da genau die Abläufe sind, aber was wir ja nicht wollen, ist so ein Twitter- oder Social-Media-Scherbengericht, so, wo man irgendwas behauptet, was dann nicht belegt werden kann. Und vielleicht Leute dadurch geschädigt werden, so. Klar, keiner war jetzt dabei, ist ja bei Luke Marco schon genau das gleiche Thema, aber Fakt ist, es ist eingestellt und soweit ich weiß, hat es denn keine einzige Anzeige von einer wirklich Betroffenen gegeben oder mutmaßlich Betroffenen und ja, und dann läuft das halt so, ne, und es gibt eben nicht dieses Social-Media-Gericht, sondern wir haben Justiz, die sich darum kümmert und die muss natürlich dann auch, die brauchen natürlich dann auch Aussagen und Belastbarkeiten und wenn die gar nicht da sind, ja, ich bin jetzt kein Jurist, guckt sich das gerne mal bei dem Solmecke an, das ist ja der YouTube-Anwalt, der das auch hervorragend aufgearbeitet, denke ich, um jetzt diese juristische Seite, wenn euch die noch mehr interessiert. Aber ja, ist jetzt erstmal so, wie es ist. Genau, ich wollte einfach mal ein paar Gedanken dazu sagen. Jetzt auch wenn er unschuldig ist, kann man natürlich trotzdem eine Meinung dazu haben oder auch, sagen wir mal, moralische Meinung oder kann sich darüber einfach mal Gedanken machen, wie findet man das Ganze denn jetzt? Das bleibt einem ja unbenommen. Und ich wollte ein paar Sachen sagen. Das Erste, was ich gerne sagen würde, ist, es gibt ja sowas wie eine sexuelle Selbstbestimmung. Ne? Das heißt, ich kann ja, wenn ich
erwachsen bin oder ich glaube schon ab 16 sogar, kann ich ja, also klar, es gibt gewisse Einschränkungen, aber im ganz Großen und Ganzen können zwei erwachsene Menschen, können ja für sich entscheiden, dass sie intim werden wollen, so, ne? Und also entweder das gilt irgendwo für alle oder für keinen, sage ich immer so. Und dann, klar, es gibt jetzt so extreme Situationen, wo es da Einschränkungen gibt, aber im Großen und Ganzen, sagen wir nochmal ehrlich, findet da ein Austausch statt von, dass da junge Frauen ihre Attraktivität anbieten, sag ich mal. Und er bietet sein Rockstar-Image und seinen Status an, ne? Ich meine, das sind nun mal auch so unangenehm, dass man vielleicht auch finden mag. Ich meine, ich werde das auch in meinem neuen Buch Feuer und Flamme thematisieren. Das sind nun mal irgendwo auch, zwar ist das jetzt sehr extrem, aber es sind irgendwo auch Sexualstrategien des Menschen, dass ja, Männer, die jetzt, denen vielleicht gerade Beziehungen nicht so wichtig sind, sage ich mal, und die viel Macht haben und dass die, ja, soll ich mal sagen, dass es eine gewisse Versuchung gibt, seinen Status auch zu nutzen, sag ich jetzt mal. Und dass Frauen halt sehr auf Macht stehen, so, ne? Macht und Status und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man das in jeder Sekunde ausleben muss oder dass man nicht andere, ich meine, wir haben ja nicht nur unsere biologischen Sexualstrategien, die sind ja auch überlagert durch Kultur und man kann ja auch viele andere Entscheidungen treffen und aber wenn es jetzt nur um SEX geht, sage ich mal, und auch viel ums Ego, sagen wir mal ehrlich, das ist ja auch, denke ich, kann ich mir vorstellen, für beide Parteien so ein Ego-Push irgendwie, dann, ja. Also wenn junge Frauen ihre sexuelle Macht nutzen können, um, sagen wir mal, von Millionären auf ihre Segelschiffe eingeladen zu werden, dürfen dann nicht hyper erfolgreiche Männer und Rockstars, können die nicht auch ihre Macht, also ihre Macht auf dem Markt, so meine ich das jetzt, also ihren sexuellen Marktwert sozusagen ausnutzen, so, ne? Ich meine, das ist jetzt nur mal runtergebrochen aufs ganz Pragmatische und es ist irgendwie unangenehm, sowas nachzudenken, aber ich tue mich jetzt, meine, wie gesagt, jetzt, da er ja unschuldig ist, ist der Stand der Dinge jetzt, dass alle diese Sachen nicht, also dass es zu keinen Drucksituationen gekommen ist, dann ist es natürlich anders, also dass nicht irgendwie Frauen unter Druck gesetzt worden sind, da mit ihm zu schlafen und es auch keine Betäubungsmittel da eingesetzt wurden. Ich habe mir sowieso schon immer überlegt, also wenn man doch sowieso schon so erfolgreich ist und die Frauen sich einem vor die Füße werfen, warum müsste man da überhaupt noch irgendwas zusätzlich einsetzen? Aber gut, es gibt theoretisch, ist natürlich alles denkbar, aber also hat für mich aber auf jeden Fall keinen so richtigen Sinn gemacht irgendwie erstmal, aber gut, egal. Aber letzten Endes, wenn dann zwei Menschen entscheiden, irgendwie, dass eine entscheidet, ja, ich gehe jetzt auf diese Backstage-Party und ach prima, ja, ich habe jetzt die Gelegenheit mit Till Lindemann SEX zu haben, kann das mein ganzes Leben erzählen und er entscheidet, ja, jetzt diese junge Frau oder was auch immer, oder meistens sehr scheinbar junge Frauen gewesen, nehme ich jetzt auch noch mit für mein Ego oder für meinen Dopamin-Kick. Also das ist erstmal so ganz pragmatisch runtergebrochen. Jetzt kann man natürlich noch weitere Layer oben drauf legen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber kommt mit so einem Status nicht auch Verantwortung, ne? Muss man nicht auch mitdenken, irgendwie, wie ist das für andere? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, so, ich glaube sowieso, ich würde gerne in einer Welt leben, wo Menschen auch Verantwortung übernehmen für ihre Handlung, so, und kann man vielleicht zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, sowas, auf diese Art zu leben, sage ich jetzt mal, aber das sind
moralische, ich meine, es gibt auch kein Gesetz gegen Fremdgehen oder irgendwie sowas. Das sind so moralische Erwägungen irgendwie. Und ja, entweder halten sich Menschen dran oder sie halten sich nicht dran, aber so ist die Welt halt irgendwo, ne? Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde das auch mit dieser Macht auch schwierig. Also er hat natürlich eine Macht, so als Rockstar irgendwie. Aber wie man ja sieht, haben Frauen auch eine Macht, so, ne? Die haben auch eine Macht, sich zu äußern irgendwie, ob jetzt, was auch immer sie da gesagt haben oder auch ihre Erfahrungen zu äußern. Und wie so Kyla Shikes zum Beispiel da. Und ist ja auch eine Macht irgendwie. Und also ist mir schon mal in diesem Fall Mockridge an Juli so gegangen, dass wer da jetzt die Macht hat und wer ohnmächtig ist, das ist eben immer nicht so klar, wie das auf den ersten Blick so scheint, ne? Und also jemand, der scheinbar, das zeigt sich auch in der Psychologie immer wieder, jemand, der scheinbar unterlegen ist, kann trotzdem größere Macht haben. Das hat schon Fritz Perls immer gesagt mit seinem Top Dog, Underdog, der auch schon mal gesagt, so also oft setzt sich auch der Underdog durch. Und das ist manchmal, es ist manchmal einfach nicht so klar, wie wir das alles so gern hätten, und wir würden das gerne immer alles so schwarz-weiß malen, aber das ist es halt nicht, ne? Und ich tue mich wirklich unheimlich schwer, wenn, weiß ich nicht, wenn ja auch ganz viel Aufmerksamkeit damit erzeugt wird, dass man da in die erste Reihe gegangen ist in solchen Konzerten und dass man auf der Backstage-Party war und alles. Und wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht schwarz-weiß malen, aber dann zu sagen, es hat so gar nichts mit mir zu tun und ich bin jetzt nur das Opfer von Till Lindemann geworden, dass ich jetzt hier auf diese Backstage-Party gehen musste. Und ich ziehe jetzt mal auf diese Kyla Shikes da, ne? Und in die erste Reihe gecastet worden bin da bei dem Konzert, und das ist jetzt, hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Das finde ich schwierig, sag ich ganz ehrlich so, ne? Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie diese Situation, dass da so sehr viel gegenüber der Presse geäußert worden ist, aber so gar nichts gegenüber den Generalstaatsanwaltschaft, ist natürlich irgendwie frustrierend, sage ich mal, und hinterlässt vielleicht ein blödes Gefühl, aber ja, ist nun mal so, wie es ist, und ich tue mich auch unheimlich schwer, wie gesagt, mit diesem Social-Media-Gericht irgendwie. Ich finde, also da müssen wir irgendwann mal von runter. Also das können wir echt nicht machen, ne? Dass da einfach immer sowas in den Raum werfen und dann wird es aber nicht belegt oder es wird es nur Hörensagen. Und boah, ich finde es echt schwierig. Also wir waren ja gerade auf dem Beyoncé-Konzert und ich war zufälligerweise auch in einer der ersten Reihen oder fast, also eben nicht ganz. Und also wo ich da zumindest war, das war so mehr oder weniger direkt vor der Bühne, wurden die Reihen vor uns auch gecastet, ne? Allerdings eben nicht nur ein Geschlecht sozusagen, ne? Das heißt, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber da wurden auch Leute, die irgendwie cool angezogen waren und auch alles junge Leute, sag ich mal. Der habe jetzt keinen 15-Jährigen gesehen, 50-Jährigen gesehen, der gecastet wurde. Ja, die wurden aus den Leuten, die gekommen sind, gecastet. Ja, die wurden natürlich vorher nicht auf Instagram angeschrieben oder so. Aber wurden gecastet und wurden vor uns gesetzt, irgendwie so, ne? Aber klar, wenn man nur junge Frauen dahin castet, ist schon irgendwie, finde ich persönlich, extrem und auch wirklich krass. Also ich find's einfach krass. Also auch wenn es jetzt alles erlaubt ist und so, ist einfach mega krass. Also, was für mich jetzt neu war bei der ganzen Geschichte, das hätte ich jetzt nie gedacht, wusste ich auch nicht, dass es erlaubt ist, für einen Erwachsenen mit einer 14- oder auch 15-jährigen Frau zu schlafen, wenn kein Machtgefälle vorliegt. Also das war mir neu, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, das ist ja auch alles mutmaßlich, ob das jetzt hier passiert ist oder nicht. Keine Ahnung, aber dass es das überhaupt möglich ist, das ist mir neu. Und was ich aber auch schon wusste, ist, dass so juristisch Machtgefälle viel krasser und enger definiert ist, als wir das vielleicht jetzt so von unserem Alltagsverstand so definieren würden.
Ich erinnere mich da hat es doch mal sowas gegeben, so vor einigen Jahren, dass irgend so ein, ich meine, war das nicht sogar ein Ministerpräsident, muss ich mal gerade gucken, sich in eine 16-Jährige verliebt hat oder so. Ja, genau, das war der damalige CDU-Chef von Schleswig-Holstein und deswegen einer Beziehung zu einer 16-Jährigen zurückgetreten und der hat gesagt, es war schlichtweg Liebe. Aber dennoch ein politischer Fehler. Weiß nicht, ich will jetzt den Namen ja auch gar nicht schreiben, aber glaubt, der scheint nicht mehr auf der Bildfläche zu sein. Ihr habt den Namen, kann mich überhaupt nicht dran erinnern an den Namen jetzt. Da. Und zwar hatte sich er und der Teenager hatten sich auf Facebook kennengelernt. Mails ausgetauscht, dann sei es zu mehreren Treffen gekommen, es habe sich um eine ernsthafte Liebesbeziehung gehandelt. Als aber dann Spitzenkandidatur für die Landtagswahl auf ihn zukam, habe er sich getrennt. Ja, also da habe ich damals auch gedacht, das ist schon 13 Jahre her. Also nur weil eine Sache irgendwie, ich meine, da hab ich auch gedacht, also ich meine, die war jetzt 16, okay, das ist dann nochmal wieder was anderes, aber auch wenn das jetzt juristisch in Ordnung ist, muss man natürlich schon sagen, irgendwie so ein gewisses Machtgefälle liegt da vielleicht schon vor, so. Ne? Andererseits kann man vielleicht auch argumentieren, ja, aber dürfen sich nicht Menschen, die legal zusammenkommen dürfen die das nicht auch tun? Also, es ist Futter für Gedanken, überlasse ich auch mal eure eigenen Meinungsbildung, was ihr dazu denkt. Also natürlich haben all diese Sachen ein ordentliches Geschmäckle. aber auch hier ist es wird wieder jung gegen erfolgreich getauscht. Ne? Das ist auch wieder unangenehme. Aber es gibt es natürlich manchmal auch andersrum, so ist es ja nicht, aber meistens ist es so rum. Gut, was anderes ist natürlich, dass man sich überlegen kann, ist das ein für die Seele guter Lifestyle, so auf Ego und Dopamin zu setzen, was es ja ist. Also das würde ich schon sagen, dass es das, dass man das so sagen kann und dass das eben, ja, also dieser sehr hedonistische, ist einfach nur auf maximalen Spaß orientierte Lifestyle, der hier forschen könnte, ist das jetzt sozusagen psychologisch eine gute Sache? Ist das gut für die Seele irgendwie? Aber ich meine, das muss jeder. Ich finde es schwierig, aber jeder ist da an dem Punkt, wo er ist und jeder darf das so im Rahmen dessen, was das Recht uns hier ermöglicht, darf er natürlich sich ausleben, sage ich mal. Und nur. Also da, ganz unabhängig vom Recht muss man halt immer die Konsequenzen tragen. Ne? Also wenn ich bestimmte Sachen mache, muss ich eben damit rechnen, dass sie bestimmte Konsequenzen haben. Und da wundere ich mich so ein bisschen, sag ich mal. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen bei Lindemann. Also wenn man schon so bekannt ist als Mann sozusagen, sich da in solche Gefahren zu begeben, so so mit Groupies und meiner Ansicht nach ist das vorprogrammiert, dass da irgendwann, selbst wenn das immer, wenn man sie immer unterschreiben lässt, ja, es ist einfach nämlich ja SEX hier gelaufen, das, also, was man ja gar nicht kann, irgendwie so, aber selbst wenn es immer einvernehmlich war, dass dann doch nicht mal irgendjemand kommt und sagt, hier ist Mist passiert und also meiner Ansicht nach ist das. Weil da, wenn es auch nur aus irgendwie Enttäuschung ist oder keine Ahnung oder was auch immer, dass da mal irgendwas schief geht, sage ich mal, und da irgendeine Kampagne draus entsteht, finde ich fast vorprogrammiert. Aber deswegen ist das ist ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich. Das ist ein Spiel mit dem Feuer und viele entscheiden sich da auch anders und sagen, ja, klar, vielleicht wäre das jetzt für meinen Bodycount oder für mein Ego lustige Sache und so, aber ich mache es trotzdem nicht, weil mir einfach das Risiko zu groß ist. Ne? Würden, glaube ich, viele würden sich so entscheiden, ne? Die in Machtpositionen sind, so einfach, weil sie da kein Risiko eingehen wollen. So, ne? Und das ist, glaube ich, manchmal auch eine schlaue Haltung. Also ich wundere mich wirklich, was für ein Risiko er hier fährt. Und das finde ich schon
würde ich bedenklich finden und auch wirklich super, super riskant, sag ich mal. Ja, aber ja, und des Weiteren finde ich auch immer, aber das ist auch vielleicht eine Meinung, die heutzutage nicht so angesagt ist. Ich finde so, also SEX so zu konsumieren irgendwie, ne? Also ohne irgendwie eine Mindestmaß an seelischer Begegnung, sage ich mal, aber auch von beiden Seiten dann, ne? Weil die Frauen konsumieren das ja auch so. Ich weiß nicht, ob die jetzt denken, dass sie dann eine Beziehung mit ihm haben, glaube ich nicht so. Zu konsumieren, ob das auf die Dauer so gut ist, und ich würde finde, das wird auch, ich meine, Sexualität ja, hat ja auch wirklich was oder kann auch was Heiliges haben und viel mehr sein als das. Und wenn man sozusagen nur Sexualität erleben würde, sozusagen als Konsum, ja, ob das die Seele so aufbaut, weiß ich nicht, aber er hat ja auch Beziehungen gehabt und was weiß ich. Also insofern, letzten Endes steht mir da auch kein Urteil zu, aber es sind einfach so ein paar Gedanken, und wenn ich dieses Video mache, merke ich einfach, wie schwierig das ist. Und naja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass damals bei diesen großen Rockbands der 70er, da hörte man von dem einen oder anderen, dass sozusagen, wenn ein langes Gitarrensolo ist, dann würde er sich auch, das heißt auch, dann würde er sich hinter der Bühne vergnügen, keine Ahnung. Also, ich meine, so also Rock'n'Roll und Groupies und SEX, ich meine, das gibt's schon ewig, und vielleicht ändern sich da sozusagen, dass die Gesellschaft das anders sieht, als sie es jetzt sieht, oder wenn ich da so, wer war denn das nochmal? Udo Jürgens, war da nicht auch immer so einiges irgendwie, und hat man früher wahrscheinlich lockerer gesehen, und vielleicht ist es auch gut so, dass man es heute strenger sieht und dass man sagt irgendwie, hey, das ist irgendwie, finden wir irgendwie nicht mehr so gut als Gesellschaft, sowas. Das ist ja auch alles in Ordnung, und trotzdem heißt das nicht, dass es in irgendeiner Weise juristisch nicht in Ordnung wäre, so, ne? Das sind halt, da liegen halt, das ist halt eine ganz andere Welt, und ich weiß auch nicht, irgendwie. Vielleicht sollte man sich lieber um seine eigene seelische und psychologische Entwicklung bemühen, als so viel zu gucken, was andere machen. Ist vielleicht besser. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.